Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Let's Play Flugsimulator. Ich habe jetzt schon mir ein paar Gedanken gemacht, was ich heute Let's Playen werde. Und da ist mir schon sehr aufgekommen, weil ich hatte damals ein sehr großes Problem mit der F-35 von der Lockheed Martin. Der hat bei mir nie funktioniert. Ich wusste nicht, wie man es, also funktioniert hat sie schon, aber senkrecht starten und so konnte ich nicht. Und das möchte ich eben heute kurz zeigen und deswegen legen wir einfach gleich mal los. So, und das sind wir auch schon wieder im Spiel. Wir suchen uns jetzt einfach mal das nächste Flugzeug aus. Es tut mir sehr leid, in meinem letzten Let's Play mit der Lanchester war ich zu leise, da habe ich die Lautstärke der Motoren zu hoch gedreht. Aber ich werde schauen, dass ich heute ein bisschen lauter rede, damit das alles ein bisschen besser ist und auch besser wirkt. So, wir wählen hier gleich mal das Flugzeug aus. So, und jetzt suchen wir uns auch noch ganz kurz einen Flughafen aus. Da würde ich sagen, nehmen wir Linz. Einfach so. Uhrzeit machen wir Tag. Dann könnt ihr euch das ein bisschen besser anschauen. Und dann gehen wir mal rein. Und er lädt schon. Und wir sehen, ich überspringe das jetzt mal, weil es dauert nämlich ziemlich lang. Wir sehen uns dann im Spiel wieder. So, und da sind wir auch schon wieder im Spiel. So, da ihr wissen wollt, wie man senkrecht startet, zuerst mal etwas Wichtiges. Wenn ihr zu viel Treibstoff im Flugzeug habt, funktioniert das nicht. Deswegen, so, dieses Ruckeln von dieser Maschine, das kommt nicht von mir, das liegt am Mod. Das kommt wirklich nicht von mir oder von meinem Computer. Aber wenn ihr habt hier eine Zahl. Ihr habt hier eine Zahl. Die steht am Anfang meistens auf 54 irgendwas. Dann klickt ihr auf Dump. Dann entleert er langsam eure Treibstofftanks. Das macht ihr mal, bis hier 40.000 steht. Ich überspringe das kurz und komme gleich wieder. So, jetzt sind wir schon auf 44.000. Jetzt habe ich kurz übersprungen, bis wir hier waren. Das dauert immer ein bisschen. So, jetzt lasst ihr es runterlaufen, auf bis hier 40.000 steht. Oder kann auch ein bisschen weniger sein. Lasst ihr es einfach runterlaufen und dann klickt ihr wieder auf diesen Dump-Knopf. Wartet. Kann auch ein bisschen mehr sein. So, ich drücke jetzt einfach mal Stopp. So, dann geht ihr wieder in die normale Ansicht. So, und jetzt gibt dieser Knopf hier auf der Seite. Da drückt ihr drauf. Dann müsst ihr hier jetzt gleich, ja, da steht es, 60 müsste jetzt stehen. Wenn dieses Hover hier blau aufleuchtet, das leuchtet nur blau auf, wenn ihr hier ungefähr bei 40.000 seid. Dann leuchtet hier blaues Hover auf, da könnt ihr draufklicken. Dann stellt es sich auf 90. Ups, da ruckelt er schon ein bisschen zurück, okay. Wenn ihr jetzt zurückzieht, geht er nach oben. Wenn ihr nach unten drückt, wenn ihr runterdrückt, dann geht er nach unten. Wenn ihr links rechts fliegt, er ganz normal links rechts. Ihr könnt auch noch vieles anderes tun, wie ihr hier seht. Das fährt sich eben dann nach unten. Mit dem Schubregler, ich kann ihn auch gerne mal nach vorne und zurück tun. Da passiert gar nichts, da öffnet sich nur die Griffe mit der Lupe. Da ändert sich wirklich gar nichts. Mal mit zurückziehen und
nach vorne drücken, bewegt sich das Flugzeug auf und ab. Könnt natürlich auch Räder einfahren. Wenn ihr landen wollt, fahrt ihr einfach wieder Räder aus. Geht dann runter, ganz langsam. Ich mache das hier jetzt gerade mit dem Joystick. Mit der Maus ist das ein bisschen schwerer. Hier alles genau zu bestimmen. Und wir sind unten. Und ja, das war für jetzt mal mein Let's Play zu der F-35 Lockheed Martin. Noch eins für euch. Damit das funktioniert, ich werde nachher noch einen Link unten in die Beschreibung stellen. Auf diesem Link könnt ihr zu der Download-Seite Simulation. Und dort müsst ihr einfach nur auf Download Now klicken und dann downloadet ihr. Ich werde auch, wenn ihr wollt, einmal ein Video dazu machen, wie man Flugzeuge einfügt, falls ihr das noch nicht wisst. Aber sobald ihr es eingefügt habt und ihr geht rein, gibt es drei verschiedene Klassen. Eine F-35 Lockheed Martin A, eine Lockheed Martin F-35 B und eine C. Ihr nehmt die B, das ist der Senkrechtstarter, C ist für Flugzeugträger und die A ist ganz normal für Landungen. Okay. Danke und bis dann. Aber eins habe ich noch, bitte Daumen nach oben, abonnieren und ich wünsche mir sehr, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, was ich noch hier in meinem Video verbessern kann. Oder was ich mal Let's Play soll. Danke.